Ja. Da ist was passiert. Nicht? Ist ja schon wieder aggressiv hier. Was machst du denn hier schon wieder? Sollte mal was passieren. Was ist denn eigentlich, was haben die denn das letzte Mal getrunken, Rico? Den Waldmeister. Ich will es auch nicht ganz mehr wahrhaben. Ach, den wilden Wald. Wilder Wald. Wir waren ja wild unterwegs. Wenn ihr euch gruseln wollt, dann guckt euch mal das Video an. Ansonsten. Die Biertrinker am Wald. Tut es einfach bitte außer nicht. Kontrolle. Biwak. Und diesmal der Retter. Unser Retter. Nein, nicht ich, sondern. Der alte Mann auf dem Stuhl. Der Almöhi. Öhi. Allgäuer Hüttenbier. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Test von Eros. Jens, Enrico, Jens. Bier. Und genau, der Almöhi. Der Hirschbräu. Hüttenbier. Export. Ja. Wassergerstenmalz Hopfen. Kommt aus Sonthofen im Allgäu. 5,2%. Wie heißt das nochmal? Allgäuer Hüttenbier. Seit 1657. Also, das ist kurz und knapp. Das Wichtigste steht drauf. Der Verschluss ist natürlich top. Ja. Die Flasche gefällt mir auch. Der Opi mit dem Bart, dem großen Marsbier und der Hütte im Hintergrund mit seinen Milchtöpfen und drumherum sieht ja ganz schick aus. Naja, mehr als 2 Punkte würde ich dem aber trotzdem nicht geben. Wird aussehen. Ja. Ja. Obwohl ja schon cool ist, ja, irgendwie. Ja, ja, mal sehen, wie cool das Bier ist. 2 Punkte. Ich habe noch was zu sagen zum Aha. Bier. Dieses Bier ist eine Hommage an die rustikalen Hütten des Allgäus, wonach einem langen Tag in den Bergen ein kräftiges, bodenständiges Bier die beste Belohnung ist. Kräftig, bodenständig, ich bin gespannt. Das ist ein Exportbier. Allgäuer Hüttenexport hat einen etwas höheren Alkoholgehalt. 5,2% hast du gesagt. Da Exportbiere traditionell stärker eingebraut wurden, um sie für längere Transporte haltbar zu machen. Da versteht man doch endlich mal, warum das Export heißt. Mhm. Besonderheit, viele Einheimische schwören darauf, dass dieses Bier nach den Alpen schmeckt, was an der Kombination aus regionalen Zutaten und Brauereitradition liegt. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aufgeregt, wie die Alpen schmecken. Hobuff? Nee. Nicht? Doch. Gut. Kipp in. Oh, das regnet, oder? Das regnet. Tatsache. Jetzt habe ich den Einkippprozess. Rico ist ausgebildeter Eingießer, aber er hat mal wieder versagt. Nein. Die Ausbildung hat richtig viel Geld gekostet. Da ist nicht mehr viel drin. Aber sieht trotzdem nicht aus. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Die ist ja auch nicht drin. Ich glaube, da war bloß die Hälfte drin, oder? Sorry. Wir kippen mal wieder zurück. Das war nicht voll. Wir kippen jetzt hier nicht zurück, damit, nein. Ding hat sofort beschlagen hier, oder? Das ist ein bisschen trüber. Ja, ein bisschen trüb. Oder ist das beschlagene? Ja. Was nun? Also beides. Okay, also ist es trüb. Nee, der Schaum ist klar. Fast weg wieder? Ist klar, nee, der Schaum, da war ja nicht viel. Also ich würde dem Ding schon 3 Punkte geben. Warte mal kurz. 3. Guck mal, der klebt sogar. Da. Also 3. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe. Mhm. Ich habe ja hier schon den Uwe. Mist. Mein Fahrrad wird nass. Ja, musst du mal irgendwo hier unterstellen, ey. Na, jetzt ist eh zu spät. Na,
Oder ist da drunter ein Kobold, der mir das wieder trocken macht? Na, noch hat es doch nicht voll geregnet. Wenn, so wie sich das, also wenn sich das hier so anhört, dann ist das ja nichts. Hm? Prost. Riecht schon ganz gut da. Ha? Ha? Wir grüßen den Almöhi. Dem, kennst du einen Mann mit einem langen Bart? Hm? Oder eine Frau? Ja. Prost. Ja, man schmeckt, dass es Export ist. Hm. Schmeckt man auf jeden Fall aus. Aber das schmeckt für mich jetzt nicht nach Alpen. Nee. Wie schmecken denn die Alpen? Frisch. Frisch. Felsig. Kräutermäßig. Natürlich, rein. Grün. Und so waldluftmäßig und Schnee, so ein bisschen so und so ein bisschen rustikal, ein bisschen strenger, also aber auch gleichzeitig klar. Also es muss ein schönes, kräftiges, gleichzeitig auch entspanntes, helles Bier sein. Ist aber ein Export, kein helles. So, da geht's dann schon los. Also aus dem Glas schmeckt es mal wieder besser als aus der Flasche. Ich finde das ja nicht so schlimm. Also für einen Export ist das gut, finde ich. Kommt aber nicht an Pilz oder an Helles rein. 6 oder 7 Punkte. Was sagst du jetzt? 10? 7. 7. Special Points. Special Points. Ist nicht viel rauszukriegen. Die Flasche an sich gibt auch nicht viel her. Das ist doch eine Mischung zwischen allem Möglichen. Das Frucht, das Säure, das Hopfen, das Bittere, das... Ja, das Export halt. Da fehlt mir der Charakter. Ne? Da fehlen mir die Alpen. Wie war deine Frage? Special Points. Verschlussflasche kannst du auf und zu machen. Zum Beispiel Sommer ist es sehr günstig. Okay. Kannst es nicht verkippen. Jeden Punkt. Deutsches Reinheitsgebot? Gebot? Mhm. Warte. Ja. Bayerische jetzt sogar. Was? Auf ja. Den Hütten? Eigentlich Uwe. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Weisheit. Vom weisen alten Mann. Enrico. Erklär uns bitte eine von deinen 1 Milliarde Bierweisheiten. Save water, drink beer. Ja. Lass ich mir auf ein T-Shirt drucken. Hm? Und andere lass ich mir auf ein T-Shirt drucken. Hm? Wenn mir nicht das Wasser reichen kann, soll ich mir ein Bier geben. Genau. Oder so ähnlich. Und noch ein Witz halt. Lieber Korn und Blut als Stroh im Kopf. Was? Solange mir niemand das Wasser reichen kann, nehme ich ein Bier. So, ein Bier bei uns. Warte mal. Hat ein Bier bei uns. Die Frau, Bier ist nicht gut für dich, der Mann. Bier ist aus Hopfen. Hopfen ist eine Pflanze. Also ist Bier praktisch ein Salat. Ja. Ja? Ja. Ja.
muss man sich ja alles merken, wenn die Frau mal wieder nervt. Ich habe mal eine wichtige Frage über Bier. Bist du bereit? Ja. Fakten, Fakten. Wie lange, und das ist eine gute, das ist eine gute Frage für dich. Das hat keiner gesehen. Nee, nee. Das war gerade eine optische Täuschung. Wie lange, und Enrico hat schon oft Bier besorgt und was abgelaufen war, plötzlich und unerwartet, ja. Wie lange ist Bier haltbar? Naja, so lange, wie man es noch trinken kann, oder nicht? Das lasse ich nicht gelten. Gibt es da eine Jahreszahl oder was? 2 Jahre. Bier ist je nach Herstellungsverfahren und Lagerbedingungen zwischen 3 Monaten und mehreren Jahren haltbar. Wichtig ist, Bier kühl und dunkel zu lagern. Starkbier kann aufgrund des hohen Alkoholgehalts natürlich länger gelagert werden. Jahrelang gelagert werden, während alkoholfreies Bier schneller verzehrt werden sollte. Also, genau. Lieber Starkbier. Genau, ist alkoholfrei. Hast du Zeit? Haben die Erben noch was von? Alkoholfreies Bier ist quasi was für Egoisten. Die nur für sich was haben wollen. Ja, genau. Ja. Ganz klare Sache. Guten gut. Freunden gibt man immer ein Bier. Uwe? Ist der Uwe auch dabei? Mal gucken, ob der Uwe auch dabei ist. Eins, zwei, drei, vier. Bis jetzt noch nicht. Ja, naja, ist halt ein Export, wa? Ich finde, man merkt auch die 5,2%. Ja, die merkt man, das definitiv. Ist auf jeden Fall mit drin. Ach, ist das schön. Jetzt wird es immer schlimmer. Jetzt hast du mal den Fahrrad mal reingeholt. Ach, naja, dann wird es wenigstens sauber. Muss ich nicht in der Waschanlage damit. Kennst du das? Mit meinem Moped. Sonntags waschen? Nee, schon lange nicht mehr. Geld drin stecken, Rind fahren und Shampoo mitnehmen. Ja. Naja. 2 in 1, du. So. 17. Noch nicht volljährig. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Behausung. Ja, das staunst du, wa? So schlimm finde ich es ja nicht. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber trotzdem hat es nur 17 erreicht. Na? Das liegt wahrscheinlich an dem Bier, was wir vorher getrunken haben. So lange hält sich mein Geschmack nicht. Achso, was trinkt man denn als nächstes, Mensch? Naja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Alkoholfreies Bier? Nein, natürlich nicht. Habe ich immer hier zu stehen, falls ich duscht habe zwischendurch. Ah, du musst es aber schnell trinken, du weißt. Ja, ja. Oder du musst dem Bier zusetzen, Alkohol zusetzen. Bitte, hier steht als nächsten dran hier. Alter, was ist denn Ditte? Das ist richtig krass. Premium 12. Ach du Scheiße. Nein, das ist geil. Gambrinos 12, Mann. Was? Ach so, Gambrinos Premium 12. Ja. Aber hat nicht 12 Volt, oder? Oh ja. Das werdet ihr im nächsten Video erfahren. Also unbedingt den Kanal abonnieren. Wenn es denn heißt, der Preis ist heiß, das Bier ist kalt. Wir sehen uns, bis bald. Ja. Genau, dem habe ich nichts zuzufügen.